Es erzeugt Wut, es erzeugt Frust, es erzeugt Sorge, es erzeugt Ängste. Und das sind eben diese Dinge, die sich äußern und die wir, wenn wir ein Klassenzimmer betreten, wenn wir eine Uni betreten, einen Ausbildungsplatz, die gehen ja nicht weg. Es geht darum, dieses System zu erweitern, Möglichkeiten zu bieten, dass ich eben früh genug schon das Gefühl habe, ich kann in die Richtung gehen, die mir gut und meinem Gehirn gut tut. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Menschen mit ADHS, je später sie eben diagnostiziert werden, im Schnitt 11 bis 13 Jahre auch wirklich weniger Lebenserwartung haben dadurch. Klassentreffen. Der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David. Angelina Berger, geboren 1991, ist freie Journalistin und arbeitet für verschiedene Funkformate. Mit Ende 20 erhielt sie die Diagnose ADHS. Seitdem betreibt sie auf ihrem Kanal Kirmes im Kopf Aufklärungsarbeit zu den Themen mentale Gesundheit, ADHS im Erwachsenenalter und Neurodiversität. Im Rahmen ihrer Show Willkommen im Neurodiversum habe ich sie in Hannover zum Gespräch getroffen. Ich habe mir vorgestellt und dann habe ich mir angeschaut, wo du jetzt so unterwegs bist und dass du jetzt heute, glaube ich, dann in die nächste Stadt fährst. Genau. Und dann morgen, glaube ich, auch nochmal irgendwo bist. Das Sonntag auch noch. Ganz schön tough. Wie geht's dir dann sozusagen jetzt gerade? Ja, ich glaube, dieses ganze Adrenalin trägt mich so durch diese Tage, weil ich einfach mich freue, in so unterschiedliche Gesichter zu gucken, in unterschiedlichen Städten und zu sehen, dass halt überall dieser Bedarf ist und dieser Andrang irgendwie zu so einer Veranstaltung zu kommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Bedürfnis zu haben, vielleicht auch Menschen mitzunehmen aus dem näheren Umfeld und zu sagen, hey, guck mal, da steht einer auf der Bühne, die redet sogar darüber, wie es mir geht und das ist vielleicht dann einfacher zu transportieren. Genau, und mir geht's eigentlich ganz gut damit, aber ich gehe eben auch häufig dann über meine Grenzen, bräuchte wahrscheinlich dazwischen mehr Pausen, aber das ist dann irgendwie schwierig zu planen. Das heißt, du machst immer, ich habe gesehen, du machst immer so Blöcke von so zwei oder drei, glaube ich, meistens drei Terminen und dann legst du dich danach eine Woche gefühlt hin, ins Zimmer und schließt ab, oder wie? Ja, genau, okay. So ungefähr. Ja, aber kriegst du das hin? Also schaffst ja, du? Also okay. Sowieso abschalten und diese ganzen Dinge, schwierig. Ja. Ich nehme es mir dann zumindest immer vor. Mhm. Ja, gut. Ja, das ist bei mir auch so. Ich kenne das auch, wenn ich manchmal so mehrere Lesungen hintereinander habe. So früher dachte ich zum Beispiel nicht, dass es geht, drei Tage in Folge zu lesen. Jetzt weiß ich, dass es geht, aber die Kosten sind halt hoch und ich fühle mich immer am Tag danach, weil ich glaube, man hat so krass Dopamin verbraten oder alle möglichen Adrenalin, alle möglichen Glückshormone sind so aufgebraucht. Ich fühle mich einfach immer danach, als hätte ich gesoffen, selbst wenn ich nicht getrunken habe, so verkatert total. Einfach. Ne? Total. Und dann versuche ich mir auch zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, boah, wenn du irgendwie 5 Mails beantwortest am Tag danach oder so, dann hast du schon viel erledigt. Auf jeden Fall, genau. Ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt diesmal nicht alleine unterwegs bin, weil sonst war das so ins Hotelzimmer und dann war dieser Pegel noch oben und dann sinkt das so plötzlich ab und dann bist du alleine und denkst dir so, wohin jetzt irgendwie mit meinen ganzen Emotionen. Ja, voll, ja, und es gibt ja einen Grund, warum auch viele Leute, die viel auf Tour sind, irgendwie sich selbst medikamentieren, wenn man so will, ne? Oder so Drogen- oder Alkoholprobleme haben oder so. Ne? Und man kann das schon nachvollziehen. Also bei mir sind die Veranstaltungen selten genug, dass ich dann das schon okay ist, dann danach ein Bierchen zu trinken, aber würde ich jetzt irgendwie so wochenlang auf Tour sein, dann kann das keine Lösung sein, ne? Sich so runterzufahren mit einem Feierabendbierchen. Das ist so, wie ich das auch schon sage, Bierchen. Ja, genau, so, genau, ne? Genau. Diese Verniedlichung. Habe ich nur 2 schöne Bierchen getrunken? Genau. Ja. Wir kennen uns ja. Ja. Und zwar haben wir uns mal auf einem Event in Hamburg kennengelernt. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, bei so einer Frauen-Empowerment-Day am Dammtor, genau, wo ich irgendwie Speaker war und du hast auch einen Vortrag gehalten. Genau, richtig. Genau. Und daher sind wir uns eben bekannt. Und ich habe im Frühjahr 2022 mein erstes Buch rausgebracht, das heißt Keine Aufstiegsgeschichte. Und da wurde ich eingeladen in eine Talkshow von Dieb und Deutlich, vom NDR, und habe da über verschiedene Diagnosen gesprochen. Und ich habe eben auch von meiner psychischen Erkrankung gesprochen und dass meine ADHS-Diagnose noch nicht weit zurück lag. Und da gibt es einen Ausschnitt, den ich dir jetzt einmal kurz vorspielen will. Und danach erkläre ich auch für die Menschen, die jetzt das nicht erlebt haben, worum es mir damit geht. Jungs, die in Armut aufwachsen, haben doppelt so häufig ADHS wie Jungs, die nicht in Armut aufwachsen. Wusste ich nicht. So, also das ist einfach so, das ist einfach...
man kann jetzt nicht den Grund finden, warum das so ist, aber also der Oberpunkt ist so dysfunktionale Familie. Also grundsätzlich einfach so, mehr am. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt und den habe ich eben auf meinem Instagram-Profil geteilt. Und daraufhin gab es von Leuten Kritik, wahrscheinlich zu Recht. Ich teile mal kurz ein, zwei Sätze oder Sachen, die gepostet wurden. Was ist das denn bitte für eine Aussage, schreibt eine Nutzerin. Armut kann Auslöser für ADHS sein, Fragezeichen. Da wird die tolle Aufklärungsarbeit, welche so enorm wichtig ist, einfach platt gemacht, traurig. Eine andere Nutzerin schreibt, das klingt, als würde Armut ADHS auslösen. Das ist doch reichlich unglücklich formuliert, oder? So, dann eine dritte, ADHS ist keine Krankheit und so weiter und so fort. Ich habe da mindestens verkürzt, beziehungsweise ne, auch teilweise aus Unwissenheit irgendwie Dinge einen Topf geworfen. Du hast mich da dann irgendwie drunter noch so halb verteidigt oder hast ein bisschen versucht, das auszuerklären. Ich lese auch das mal kurz vor, was der wunderbare Olivier Cyril hier in seiner Komplexität versucht, für eine TV-Talkrunde runterzubrechen. ADHS ist multifaktoriell, auch biopsychosozial genannt. Darüber werden wir gleich reden, über den Ausdruck. Das bedeutet, neben den genetisch-biologisch bedingten Faktoren spielt es auch eine wesentliche Rolle, wie wir aufwachsen und welche Ressourcen wir zur Verfügung haben. Denn das beeinflusst den Leidensdruck von Menschen mit ADHS enorm, beziehungsweise wie dieser sich entwickelt. Und Armut ist nun mal ein signifikanter Faktor. Ich lese jetzt nicht den ganzen Kommentar, aber das nur so ausschnittsweise. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also was zum Beispiel bedeutet biopsychosozial? Genau, das ist eben das Modell, was beschreibt, dass ADHS nicht nur einen Grund hat quasi, der es begünstigt oder wieso es sich in welcher Form auch immer ausprägt, sondern dass es eben unterschiedliche Faktoren gibt, die aufeinander auch einwirken können. Und das ist eben auf der einen Seite das Biologische, also wirklich auch genetisch, was man mitbringt, was vererbt wird. Dann gibt es eben auch Faktoren, beispielsweise aus Untersuchungen, dass zum Beispiel Menschen, die eine Frühgeburt waren oder wo die Mutter in der Schwangerschaft beispielsweise viel Stress hatte, also auch wirklich traumatische Erlebnisse oder eben in irgendeiner Form Substanzen konsumiert hat oder so, dass das eben dazu führen kann, dass diese Dinge, die dann eben in der Hirnchemie anders laufen bei Chemie, dadurch begünstigt werden können. Und dazu kommen dann eben auch Faktoren wie beispielsweise Armut, fehlende Ressourcen, also fehlender Zugang irgendwie zu Bildung und allem Möglichen, die das Ganze eben in der Ausprägung vor allem begünstigen können, dass sich ADHS eben so manifestiert, dass ein sehr hoher Leidensdruck entsteht, weil man zusätzlich dann eben das Gefühl hat, ich bin hier irgendwie fehl am Platz, ich komme nicht richtig an und ich kann überhaupt nicht alles ausschöpfen, sondern es fühlt sich dann eher an wie ein Leidensdruck eben. Ich wollte da eigentlich erst später drauf kommen, aber das passt gerade so gut. Später, wenn wir nochmal über dann ADHS-spezifische Formen sprechen und Ausprägungen von männlich und weiblich gelesenen Personen, auch vielleicht noch in Bezug auf Klasse, aber hier gibt es einfach relativ am Ende einen Teil, der sehr gut passt. Ich lese es tatsächlich auch einmal vor. Da schreibst du über ADS und Hochsensibilität, aber eigentlich geht es mir hier um was anderes. Und zwar schreibst du, wenn das privilegiertere Mädchen das Bedürfnis hat, sich zurückzuziehen, hat es immer die Möglichkeit dazu. Es muss nie um Ruhe und einen Rückzugsort kämpfen. Es hat sein eigenes Zimmer mit einer Tür, die es zumachen kann, jede Menge Bücher und Noise-Canceling-Kopfhörer. Weil es keine Lust auf den Schulbus hat, fährt sein Vater es zur Schule und beim Elternsprechtag sorgen seine Eltern dafür, dass auch im Unterricht auf seine Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Seine Sensibilität hat Raum und wird von anderen geachtet. Das weniger privilegierte Mädchen fährt mit der Straßenbahn zur Schule und zurück und wird öfters damit beauftragt, nach Schulschluss noch für die Familie im Supermarkt einzukaufen. Zu Hause hat es weniger Ruhe, weder für sich noch für seine Hausaufgaben. Es teilt sich ein Zimmer mit seinen Schwestern und im Wohnzimmer läuft ständig der Fernseher. Es ist umgeben von Lärm und Stress und hat mehr Pflichten, viel weniger Zugang zu Ressourcen und nicht ausreichend viele Rückzugsmöglichkeiten. Das meinst du damit eigentlich? Genau, ne? Richtig. So, ja. Und das sind eben Faktoren, die sehr häufig überhaupt nicht mitgedacht werden, dass das eben einen Einfluss haben kann auf das Leben eines Menschen, der eben heranwächst, ganz generell, und dann eben ADHS-Symptomatiken verstärken kann und eben diesen Leidensdruck, ja, um ein Vielfaches eben verstärken kann. Du bist zumindest teilweise bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Wie hast du das wahrgenommen? Also gerade unter dem Aspekt, dass ich glaube, bei einer
jede zweite alleinerziehende Person, das sind ja zu 85% oder 87% oft Frauen, von Armut bedroht oder in Armut lebt. Also was hat das nochmal, und ich bin eben auch längere Zeit bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen oder die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend, was hat das nochmal in deinem Leben für besondere Ausprägungen gehabt sozusagen? So? Ja, also das hat einfach grundsätzlich ein permanentes, unterschwelliges Gefühl von Sorge irgendwie mit sich gebracht. Also vor allem eine finanzielle Sorge und diese Ängste eben, dass wir nicht die Ziele erreichen können, die sich Eltern generell einfach für ihre Kinder vielleicht so vorstellen. Du in Kombination mit deiner Mutter zusammen sozusagen. Genau, richtig. Also es war eben, meine Mama ist parallel dann arbeiten gegangen, hat halt die zwei Kids zu Hause, hat das dann irgendwie da alles gemanagt, ist selber eine neurodivergente Person, was mir auch erst in den letzten Jahren klar geworden ist, die aber im Endeffekt überhaupt keinen Raum für ihre Neurodivergenz hatte, weil sie eben funktionieren musste. Und das ist eben ganz häufig so, dass es deshalb auch nicht auffällt, weil sie, sie musste halt zwei Jobs in dem Sinne übernehmen. Du meinst einmal einen regulären Job und dann einmal die Care-Arbeit zu Hause. Genau, richtig. Ja. Komplett dann eben alleine. Und es gab Unterstützung. Das waren die Eltern meiner Mutter, auch in finanzieller Hinsicht. Und ohne die wäre mein Leben, glaube ich, auch nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Weil das fängt an bei irgendwelchen Klamotten, bei ganz normalen Wünschen, die Kinder halt haben, Spielzeug, beim Schulranzen, vielleicht auch mal beim Urlaub, wo wir uns eben auf meine Großeltern verlassen konnten, die gesagt haben, wir steuern da immer mal was bei. Und das hat dann eben auch später dazu geführt, dass ich mir schon sehr früh eben auch noch neben der Schulzeit, also in der Schulzeit einen Nebenjob suchen musste oder eine Aushilfstätigkeit. Und dann, als ich ins Studium gestartet bin, eben auch BAföG beantragen musste und diese Sorge im Endeffekt weiterging, weil ich wusste, ich habe jetzt zwar diese Unterstützung durch das BAföG, aber ich muss es A zurückzahlen. Ich muss permanent, bin ich quasi in Beweispflicht, dass ich es noch verdiene, es zu kriegen. Also und in faktischer Beweispflicht. Genau, ne? Richtig. Genau, ja. Und das Dritte eben auch diese wirklich Angst, mein Studium zu verkacken, weil ich hatte keine Chance, auch nur ein Semester dran zu hängen, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche noch was mehr Zeit oder ich brauche irgendwie jetzt mal ein Semester Auszeit oder so, das geht halt nicht, weil dann wusste ich, dann fehlt mir ein Semester, wo ich eben Geld bekomme und dann gerät vielleicht alles in Schieflage und dieser Druck, der da erzeugt wurde, plus eben die Unwissenheit meinerseits, dass ich ADHS habe, dass mir viele Dinge eben auch beispielsweise im Uni-Kontext schwer gefallen sind, dass ich beispielsweise Fehlversuche hatte, weil ich den Raum nicht gefunden habe und dann vor verschlossene Türen gelaufen bin und die Klausur schon losgegangen ist und man mir gesagt hat, nee, du bist 10 Minuten zu spät, Pech gehabt, Fehlversuch. Und solche Sachen eben und dieser Druck, der dann in mir erzeugt wurde und die Unwissenheit, dass ich mir da vielleicht auch irgendwie hätte Unterstützung holen können, Nachteilsausgleich, ähnliche Dinge. Und das ist eben alles dann so ein bisschen ja, Eigenverantwortung gewesen. Man hat halt weniger Puffer, ne? Also genau. So Fehler werden schneller bestraft oder schneller sanktioniert, weil es einfach weniger Personen gibt, die das auffangen, weniger Möglichkeiten gibt, das irgendwie teilweise auch eine Frage von Wissen, ne? Wie viel wird dir schon in deiner Familie weitergegeben, wie viele Menschen haben schon vor dir studiert und sozusagen können die den Weg bereiten, inwieweit können Eltern auch so Vorbilder sein, ja. Nicht nur auf einer emotionalen Ebene, wo das sicher der Fall ist, ne? Auch meine Mutter ist eine Löwin, so. Also sie ist ein absolutes Vorbild, sie hat auch immer gesagt, ey, du willst Schauspieler werden, bist ein geiler Typ, ich bin dann kein guter Schauspieler geworden leider, aber das hatte mit meiner Mutter nichts zu tun, sie hat mich finanziell unterstützt, sie hat gesagt, ey, ich glaube an dich und so. Dann auch, als ich Journalist geworden bin, auch dasselbe. Aber sie konnte da, also dahingehend war sie ein Vorbild, weil so ein Umgang musst du mit ihrem Lebenslauf erstmal kultivieren mit den eigenen Kindern. Und gleichzeitig diente mir ihr Leben nicht als Vorbild. Ne? Also, aber nicht, um das zu bewerten, sondern einfach nur, weil ich woanders hingestrebt bin. Und vielleicht gar nicht mal irgendwie in Richtung oben oder unten, sondern einfach, weil wir in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und weil wir dann auch andere Möglichkeiten haben. Ne? Also tatsächlich hat die Schule ja, obwohl Schule auch Urteile ausspricht, soziale Urteile und sanktioniert und Leute ausspuckt mit sozusagen Bildungsabschlüssen,
die sie nicht vorbereiten auf ein Leben, wo sie genug Geld verdienen. Trotzdessen ist Schule ja in den letzten Jahrzehnten sozusagen, hat mehr Menschen die Möglichkeit gegeben, Abitur zu machen und so weiter. Ne? Und das, trotzdessen ist es halt so schwer irgendwie, gerade wenn man so den ganzen Kopf voll Stress hat, ist es so schwer, wenn man eben nicht genügend Allies hat oder nicht genügend so Paten, Onkel und Patentanten und Omas und Opas, die halt irgendwie Arbeit für einen übernehmen im Sinne von, ey, hast du mal daran gedacht und so, ne? Das ist einfach so richtig hart und da hat man dann oft das Gefühl, dass man schnell so bestraft wird irgendwie für was, ne? Ja. So ist bei dir auch so gewesen. Und ich erinnere mich auch noch an so eine Situation, gerade was so vor allem so höhere Geldbeträge angegangen ist. Also ich weiß noch, ich habe mir damals dann für mein Job als Journalistin, als quasi kleiner Newbie, bin ich damals, habe ich eben gespart die ganze Zeit und bin dann irgendwann in einen Laden gegangen und habe mir einen Laptop gekauft, einen teureren, also das teuerste Modell, mit dem ich dann eben auf lange Sicht meine Arbeit verrichten wollte und alle möglichen Sachen damit eben schneiden, produzieren und so weiter. Und ich weiß noch, ich bin da rausgegangen und war in Begleitung eben einer anderen Person, die mich gut kennt. Und ich hatte, ich glaube, es waren 2.400 Euro oder so, die ich dafür ausgegeben habe. Und das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo ausgegeben vorher. Und ich weiß noch, ich bin aus diesem Laden rausgegangen und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, ich darf das nicht. Das ist so viel Geld und ich habe direkt an alle Menschen in meinem nächsten Umfeld gedacht und gedacht, das ist so viel Geld und mir hat es nie wirklich an etwas gemangelt, aber dieses Gefühl von, ich würde es am liebsten jedem davon ein bisschen geben, anstatt mir eben dieses Gerät zu kaufen. Und die Person, die mich begleitet hat, war dann so, nein, du brauchst das für deine Arbeit und du hast dir das zusammengespart, du hast dir das erarbeitet und das sei dir jetzt gegönnt. Und das war so ein Moment, wo mir das nochmal so klar geworden ist, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich das eben sein kann. Und das begleitet mich bis heute, dass ich immer, wenn ich Geld ausgebe, immer ein Gefühl dabei habe, egal welcher Betrag es ist, dass ich immer denke, ich gebe gerade Geld aus. Und ich lebe über meinen Verhältnissen, genau. So ist es bei mir, oder ich kenne nicht meinen Platz, steht mir eigentlich gar nicht zu. Richtig. Das ist nicht, du bist nicht jemand, der regelmäßig im Restaurant essen geht, weil du spielst hier eine Rolle, die gar nicht deine ist. Also so, das sind alles so Gefühle, die ich habe, die irgendwie nicht ganz weggehen. Irgendwie, ne? Und ich übertrage sie auch oft auf andere, ne? Dass ich dann sage, sicher, dass wir das so machen sollen, ist das nicht zu teuer? Und dann sind Leute so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so ist doch egal, dann geben wir jetzt halt 30 Euro fürs Essen aus, so, ne? Ja. Ja, voll. Ja. Ich würde noch einmal zurückkommen auf diese, ne, ich habe ja vorhin eingeleitet mit diesem Video von mir, was Kritik bekommen hat oder meine Formulierungen, die Kritik bekommen haben und nochmal auf wirklich dezidiert, auch wenn wir eigentlich gerade sozusagen schwebt Klasse und soziale Verhältnisse in Kombination mit ADHS und dem Umgang unserer Gesellschaft über dem Gespräch die ganze Zeit aber nochmal dezidiert darauf zurückgehen, verstehe ich das dann richtig? Also es gibt eine KICS-Studie, die besagt, die wird vom Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2020 zitiert, die besagt, dass Kinder und Jugendliche, die in sozial benachteiligten Familien aufwachsen, doppelt so häufig von ADHS betroffen sind, wie Gleichaltrige aus sozial besser gestellten Familien. Das ist ja dann so eine Art, also ist es komplett zurückzuführen auf ein Diagnose-Gap, also dass Menschen aus der Armutsklasse, also nicht nur Diagnose-Gap, dass Menschen aus der Armutsklasse einfach dann auffälliger sind mit ihrem ADHS, weil es sozusagen durch andere Aspekte von Armut und von Stress und sozialem Druck sich häufiger skandalisierbarer veräußert? Definitiv. Und eben dann auch diese Kompensationsmechanismen, die dann eine große Rolle spielen. Die ich gerade vorgelesen habe, ne? mit dem Mädchen, das sozusagen aus besser gestellten Verhältnissen ist, wo es die Möglichkeit gibt, damit einen Umgang zu haben, der ihr gut tut. Es erzeugt Wut, es erzeugt Frust, es erzeugt Sorge, es erzeugt Ängste. Und das sind eben diese Dinge, die sich äußern und die wir, wenn wir ein Klassenzimmer betreten, wenn wir eine Uni betreten, einen Ausbildungsplatz, die gehen ja nicht weg. Die begleiten uns, wenn wir da unsere 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden sitzen und vielleicht noch andere Dinge haben, die eben auf uns einwirken, wenn wir sowieso schon das Gefühl haben, irgendwie zu Hause ist es zu laut, jetzt ist es hier noch laut und dann habe ich irgendwie den Frust, ich habe die halbe Nacht nicht gepennt, konnte die Hausaufgaben nicht richtig machen und das erzeugt natürlich was in einem. Und wenn du dann einfach nur gesagt bekommst, hey,
die Leistung ist nicht abrufbar. Ich kann das jetzt nur mit einer 4, 5, 6 irgendwie benoten und dann komme ich nach Hause und kriege dann vielleicht wieder Stress dafür. Also es ist ein endloser Teufelskreis und das führt dann eben dazu, dass es sehr häufig ist, dass Menschen mit ADHS eben niedrigere Bildungsabschlüsse haben, dass sie gar nicht den Zugang eben dazu haben, irgendwie wirklich ihre Potenziale irgendwie auszuschöpfen, dass sie eben sogenannte Komorbiditäten entwickeln, also wirklich Folgeerkrankungen und Störungen, die sich daraus entwickeln können, wie Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, alles Mögliche, die einen dann noch zusätzlich begleiten und Leidensdruck erzeugen. Und das ist eben dann, glaube ich, schon ein ganz schönes Paket, was man dann mit sich rumschleppt. Und das führt dann auch wieder zu, da gibt es auch viele Zahlen zu, dass eben Menschen mit ADHS eben häufiger arbeitslos, arbeitssuchend sind, dass sie Arbeit nicht in der Art und Weise verrichten können, wie sie es gerne möchten, dass sie eben dann sagen, eigentlich würde ich gern Vollzeit arbeiten, aber es klappt nur Teilzeit, weil sie dann vielleicht auch zu Hause noch ein Kind betreuen müssen. Das Kind zu betreuen, aber ist bei mir krass der Fall. Ja. Oder eingeschränkt sind eben in irgendeiner Art und Weise. Und auf der anderen Seite denke ich mir so eine Gesellschaft, die es diesen Menschen nicht ermöglicht, so zu partizipieren, wie sie es eigentlich möchten oder wie es eigentlich möglich wäre, muss eben auf der anderen Seite dann wenigstens jetzt Status quo dafür sorgen, dass diese Menschen versorgt sind und dass ihre Bedarfe gedeckt werden und dass sie unterstützt werden, sei es jetzt im Gesundheitssystem, sei es im Sozialsystem, aber auch das ist nicht da, sondern selbst da hast du jetzt auch als Individuum einfach dieses Gefühl von, ich bin eine Belastung, ich kriege ständig nur gesagt, reiß dich zusammen, arbeite an dir, versuch wieder ein funktionierender Teil dieser Gesellschaft zu werden und ja, das verstärkt dann einfach alles nur. Das fand ich gestern ganz schön bei deiner, ich will immer Lesung sagen, aber also das ist irgendwie, du hast auch gelesen, aber das ist ja viel mehr eine Show, ne? Oder, ja. Genau. Wo war ich hingeblieben? Love it, das gehört dazu. Was hast du gesagt? Müssen wir nochmal zurückspulen. Nee, es ging um einfach diese Teilhabe, also die gesellschaftliche Teilhabe, die eben nicht möglich ist und gleichzeitig das Gefühl von, dass es aber auch kein System gibt, das das Ganze unterstützt. Also auch angefangen eigentlich schon bei, ich brauche Hilfe, ich würde gerne Diagnostik machen. It's not possible. So, weil ich warten muss. Ich habe meinen Punkt nicht mehr, aber ich finde das auf jeden Fall lohnend jetzt weiß ich wieder. Das ist mir so aufgefallen, und das gibt es auch, eine Freundin von mir hat eben auch ADHS und wir tauschen uns ab und zu aus. Und das ist ein Phänomen, das ist, glaube ich, häufig vertreten, dass man, dass also, dass Dinge komplett von der Gesellschaft komplett skandalisiert und individualisiert werden. Also wie häufig ist mir in der Schule, ich bin, glaube ich, einer der Fälle, auch wenn ADHS nur eines von mehreren sozusagen Schwierigkeiten ist, mit denen ich umzugehen hatte. Ich bin in der Schule, ist mein Verhalten immer skandalisiert worden. Ne? Auch nochmal aufgrund einer männlichen Ausprägung. Also ich habe auf die Zurückweisung der Gesellschaft, den Stress in meiner Familie, auch häusliche Gewalt, die ich in meiner Familie erlebt habe, habe ich einen schwierigen Zugang und habe sozusagen einen schlechten Umgang mit Gefühlen erlernt. Wie gesagt, nochmal in wirklich männlicher Ausprägung, also Wut, Gewalt, so überzogen, also krasse Gewalt irgendwie. Bin auf irgendwelche älteren Schüler losgegangen und habe die einfach, obwohl ich die vielleicht gar nicht kannte oder so, ins Gesicht geschlagen als Zweit- oder Drittklässler. Und natürlich sorgt ein Schulsystem dafür erstmal, dass es das skandalisiert und so. Ne? Also was mir so gefehlt hat und was ich eben jetzt auch, aber glaube ich, bei anderen sehe und was ich auch heraushöre, wenn du sprichst, dass wir alle in ganz unterschiedlichen Ausprägungen die ganze Zeit dafür, und das hat eben der Abend gestern schön gezeigt, weil du das irgendwie schön veräußert hast oder es schön sozusagen, ne, also da habe ich so richtig gemerkt, im Publikum haben so Leute darauf reagiert, ne, dass sie das eben auch erleben, dass sie immer verantwortlich gemacht werden, ne, immer man selber ist das Problem, ne, und eigentlich muss die Gesellschaft ja schauen, wie können wir Menschen mit verschiedenen Bedarfen dieselben Möglichkeiten in die Hand geben, ne, dasselbe Handwerkszeug. Also eigentlich lese ich in deinem Buch auch permanent, auch wenn du es sozusagen jetzt nicht permanent, also du veräußerst es schon, aber auch
wenn du es nicht permanent adressierst, lese ich da auch eine immanente Gesellschaftskritik irgendwie absolut drin. Ne? Absolut. So, was muss ein Gesundheitssystem, was muss ein Schulsystem, was müssen die eigentlich leisten? Du hast es ja gerade schon gesagt, richtig. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen. Ja, es geht mir vor allem darum, dass ich das Gefühl habe, es gibt quasi eine Richtung, ein gefühltes Normal, ein gefühltes Richtig und alles, was eben davon abweicht, bekommt permanent vermittelt, du bist eben nicht auf dem richtigen Weg und du fällst links und rechts runter und rasselst durch dieses System durch und hast dann eben immer größere Schwierigkeiten überhaupt, teilzunehmen, teilzuhaben, überhaupt deine Bedarfe zu äußern, aber genauso eben auch Teil von etwas zu sein. Also das schließt Menschen wirklich systematisch aus. Und wir sprechen ja, finde ich, vor allem, also es ist sehr häufig, wenn wir darüber sprechen oder wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann sind es ja Menschen, die in gewisser Weise schon einen Zugang zu diesem Thema haben. Und das sind halt trotzdem häufig Menschen aus einer gewissen Bildungsschicht, weiße Menschen. Und es gibt so viele Dinge, die noch gar nicht angesprochen werden. Menschen, die eben auf vielen unterschiedlichen Ebenen beispielsweise Diskriminierung erleben. Die migrantisch ausgegrenzte Personen. Genau, die überhaupt nicht den Zugang zu diesen Themen haben. Die, wenn überhaupt beispielsweise ein Kind diese Diagnose bekommt, komplett alleine gelassen werden damit, weil sie einfach nur diese vier Buchstaben oder irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt bekommen und vielleicht verstehen, okay, mein Kind macht Probleme in der Schule, das soll jetzt irgendwas im Kopf sein und that's it. Und diese ganze Psychoedukation findet einfach nicht statt. Kannst du das Wort kurz erklären? Ja, also Psychoedukation meint im Endeffekt einfach nur wirklich diese Aufklärung, auch auf medizinisch-psychologischer Ebene, dass man wirklich auch versteht, was passiert denn da im Kopf, was ist los und was können Möglichkeiten sein, das Ganze zu behandeln. Klammer auf, damit meine ich jetzt nicht heilen, also wie das manchmal auch verkauft wird, sondern einfach einen Umgang damit zu erlernen und wie ich es immer sage, mit seinem Gehirn anstatt gegen das Gehirn zu arbeiten. Und das sind eben so Dinge, die häufig komplett außer Acht gelassen werden, auch in den ganzen Studien. Also wir kennen es einfach, da herrscht einfach auch eine große Diskrepanz, dass wir wissen einfach, viele Studien werden immer noch nur an weißen Männern oder Jungs irgendwie vollzogen und vieles wird gar nicht mitgedacht. Und das sorgt eben auch wieder für Diskriminierung, für Fehldiagnosen, für alles Mögliche. Und das ist eben was auch ganz wichtig ist, mitzudenken. Du schlägst den Begriff des, oder da auch ich komme nicht mehr genau auf den Titel deiner Show, aber ne, also du hast den Begriff des Neurodiversums. Ja, genau. Heißt nicht Willkommen im Neurodiversum? Willkommen im Neurodiversum, ja, richtig. Genau, richtig. Genau, was beinhaltet diese Idee des Neurodiversums? Ne? Also ist es so eine Art Versuch, eine Antwort auf gesellschaftliche Schieflagen auch? Richtig, also es ist ein bisschen ein Konzept, was eben weg von diesem Medizinischen geht, zu sagen, ein Mensch hat Defizite, ist defizitär, ist krank, muss behandelt werden, ist eben quasi in einer ausschließlich leidvollen Position, was bis dahin gehen kann, dass man eben sagt, kann keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern andere Menschen müssen entscheiden für diese Person und somit wird diese komplette Teilhabe quasi zunichte gemacht, hin zu einem sozialeren Modell, was eben versucht zu sagen, es gibt Unterschiede, die sind da. Und die müssen wir in erster Linie erstmal anerkennen, dass es sie gibt. Dann müssen wir eben schauen, wie ist der Status quo und was brauchen diese Menschen, um mehr Teilhabe, also um partizipieren zu können. Und vielleicht bis hin wirklich auch zu, dass wir erkennen, welche Potenziale das eben verbirgt und welche Chancen das auch für eine Gesellschaft bereithält, wenn wir anerkennen, dass eben auch Gehirne vielfältig sein können und dass damit eben mit dieser Art und Weise zu denken, wahrzunehmen, zu fühlen, eben auch Sachen verbunden sein können, die absolut positiv für alle sein können, weil eben Menschen unterschiedliche Ausprägungen haben und damit eben auch dafür sorgen können, dass es eben eben auch ein Stück weit bereichernd ist. Dabei muss man aber immer betonen, dass das natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen ein utopischer Gedanke ist, sozusagen, ne? Wir
jeder kann jetzt irgendwie hier alles ausleben und der Status quo ist einfach anders. Ne? Also es ist einfach so, dass dieses System Gehirne wie meins eher behindert, anstatt es zu unterstützen und eben diese Potenziale zu sehen und anzuerkennen. Und gleichzeitig geht dann eben damit einher, zu akzeptieren, dass es eben Unterstützung braucht und es gewisse Bedarfe gibt und dass das auch völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, ich kann die eine Sache nicht und brauche da eben Unterstützung und bei anderen Sachen, da bin ich halt gut drin und dass eben auch das Ganze nicht an diesen Leistungsgedanken geknüpft sein muss, also dass der Wert eines Menschen davon abhängig ist, wie viel er für eine Gesellschaft eben leisten kann, weil ich kann nicht so viel leisten, wie ich vielleicht möchte, weil ich dadurch eingeschränkt werde durch dieses System. Ich bemerke das richtig, wie sehr mir das, also seit ein paar Wochen lohnarbeite ich so ein bisschen mehr und muss so 8-Stunden-Schichten machen. Und ich habe das letzte Mal so wirkliche Dienstschichten in einem Medienunternehmen vor 3,5 Jahren gemacht. Und da habe ich Vollzeit gearbeitet. Und ich sage immer, wenn ich auf Lesung bin oder so und über meine eigene Prekarisierung spreche, die der Entscheidung folgt, irgendwie im kreativen Bereich zu arbeiten, als Autor zu arbeiten, wo man irgendwie darauf hoffen muss, dass einen Leute buchen, dass die eigenen Bücher verkauft werden, dass man eingeladen wird zu Lesungen, zu Vorträgen und so weiter. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich hoffe, was... Ach so, genau, also ich arbeite sozusagen permanent an meiner eigenen Prekarisierung, wenn man so will, aber dadurch, ne, das ist eben meine Idee von nicht aufsteigen, dass ich sage, es geht mir nicht darum, um Himmels Willen nicht aufzusteigen, aber ich lasse mich nicht sozusagen vereinnahmen oder ich versuche mich nicht vereinnahmen zu lassen von der Idee, dass Künstler in einer anderen sozialen Klasse unterwegs sind, weil ich halt denke, nein, ich brauche 3 Wochen am Stück nicht zu funktionieren und alles ist weg, also mir fehlen dann 1.000 Euro und ja. Dann stehe ich beim Amt, ne, so. Ja. Deswegen sozusagen ist meine Solidarität meinen eigenen Leuten irgendwie oder versuche ich in ihrem Sinne zu agieren. Und ich denke aber, dass du total recht hast damit, dass unsere Gesellschaft sich viel zu schlecht und viel zu unwillig darauf einlässt. So, und ich frage mich, beziehungsweise in deinem Buch skizzierst du das ein bisschen, das muss nicht so sein. Und in anderen Ländern ist man da auch schon weiter. Ne? Also ich merke einfach, wie sehr ich unter diesen 8 Stunden, und das sind ja nur partiell, das sind ja nur 1-2 Tage die Woche oder manchmal 3 Tage die Woche, aber wie sehr ich darunter leide und wie sehr ich nach 5 Stunden eigentlich nicht mehr kann. Ja. Und ich habe schon eigentlich optimale Bedingungen, überhaupt nicht in ökonomischer Sicht, weil ich, wenn ich krank bin, eben, weil ich frei arbeite und wenn ich krank bin, dann verdiene ich nichts. Aber ich bin zu Hause, das heißt, ich kann meine Jogginghose anziehen, ich kann 60 Mal aufstehen. So. Ja. Ne? Also alles, was in einem Großraumbüro irgendwie scheiße ist, aber ich merke, nach 5 Stunden bin ich eigentlich durch. Genau, nach 5 Stunden werden meine Fehler einfach höher, weil ich das einfach nicht leisten kann. So, das heißt, meine Arbeitstage, meine idealen Arbeitstage gehen eigentlich so 12, 13 Stunden, aber hier 20 Minuten und da 5 Minuten genau und da das. 2 Stunden und dann gehe ich 1 Stunde spazieren, ich schlafe meinetwegen aus, dafür arbeite ich dann länger in den Abend und so. Wie wird man dem gerecht? Ne? Und was gibt es da für Modelle? Hast du da auch ein bisschen zu geforscht? Ja, also es gibt natürlich immer das Bestreben, da irgendwie was zu verändern und das Ganze anzugehen, aber das hat sich in keinster Weise jetzt irgendwo schon wirklich etabliert, dass man sagen kann, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Also es gibt immer so Versuche oder Modelle, in denen das irgendwie ausprobiert wird und ich sag mal so, dieses alles, was so unter... ich weiß nicht, ob man diesen Begriff noch benutzt, Work 2.0 fällt, also ne, dieses flexiblere Arbeiten, dieses, im Endeffekt fällt genau das darunter, zu sagen, das, was wir miteinander vereinbart haben, kann ich leisten, aber auf meine Art und Weise, zu den Zeiten, wie ich es kann, an dem Ort, wie ich es kann. Und dann kommt auch das dabei rum, was von mir verlangt, erwartet wird, oder vielleicht sogar noch mehr als das. Aber dadurch, dass es eben, also wenn man das jetzt wieder so komplett zurückholen will, sich vorstellen muss, neurodivergente Menschen häufig reizüberflutet, weil ihre Reizfilter eben, und da sind wir in einem medizinischen, biochemischen Prozess eben, Dinge anders verarbeiten, in einer Menge
aufnehmen und weniger filtern können, sind sie eben schneller überreizt in einem Großraumbüro, wo vielleicht noch gekickert wird und da noch drei Leute in einer kleinen Kabine telefonieren und sich zwei irgendwie privat unterhalten. Und dann kann ich eben... Hast du beim selben Unternehmen gearbeitet wie ich? So ungefähr. Nein, aber das ist eben genau das. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, also ein persönliches Beispiel, was mich damals total aufgeregt hat, ist, ich bin eben immer für meine sehr ausgeprägten Skills im Bereich der Kreativität gelobt worden. Also ich habe in einer Redaktion gearbeitet, wo mehrere Menschen quasi das Gleiche gemacht haben wie ich. Und meine Sachen sind auf der Ebene der Kreativität immer besonders hervorgehoben worden. Also es war immer, okay, Angelina verliert sich vielleicht ein bisschen in den Details, aber es ist immer sehr ausgearbeitet, sehr aufgeschmückt, sehr, sehr toll, wow, Klammer auf, ich wünschte, ich könnte das auch, Klammer zu. Und das ist gelobt worden und man hat gesehen, wie viel Mühe ich mir da gebe und wie sehr es mir auch ein Anliegen ist, andere darin zu unterstützen, wenn sie eben gesagt haben, ich habe da ein bisschen meine Probleme mit, kannst du mir da einen Tipp geben? Und dann gab es eben diesen Punkt, dass wir Stories hochgeladen haben und diese auch untertiteln mussten. Was ja an sich eine super Sache ist, damit eben jeder diesen Zugang hat. Aber ich habe eben eine Schwäche darin, dass wenn ich Sachen schreibe, häufig Flüchtigkeitsfehler mache. Ja, weil mein Gehirn da eben anders arbeitet und du könntest mir an manchen Tagen eine Knarre an den Kopf halten und ich würde es nicht sehen, was ich da falsch gemacht Vielleicht habe. Vielleicht dann noch einmal mehr nicht sehen. Weil genau. Und das war dann dieser Moment, wo man auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, Angelina, also so geht das aber nicht. Ich habe mir jedes einzelne Ding von dir angeguckt und da ist der Fehler, da ist der Fehler, da ist der Fehler und hat mich darauf hingewiesen. Und ich habe mir halt gedacht, guck mal, ich leiste in diesem kreativen Bereich so viel mehr, alles ist super toll und ich habe da quasi meine Schwäche und du als Person bist schon durch alles durchgegangen, hast dir jeden Fehler angeguckt, weil du offensichtlich da deine Skills hast und das blitzschnell siehst und anstatt das dann zu übernehmen an der Stelle, für mich zu korrigieren, du hast ja diese Arbeit schon getan, indem du dir alles angeguckt hast, kommst du zu mir und hältst mir das vor und gibst mir das Gefühl, alles, was ich gemacht habe, ist scheiße. Und das ist so für mich, das ist nicht, das, da geht es auch ums Thema Effizienz und so, also das macht für mich einfach keinen Sinn. Und das finde ich dann so schade, das wäre der Moment, wo man meine Skills anerkennen könnte und seine eigenen einbringen kann und das zusammen fusioniert zu etwas, aber es noch wird, tolerung. Ja, voll. Und das wär eigentlich fair, ne? Aber ja. Es wird immer getrennt voneinander gesehen. Ja, ne? Am Dienstag wird man herausragend gelobt und am Mittwoch kriegt man eins auf den Deckel, weil man schon wieder irgendwelche Flüchtigkeiten. Also du hast gerade auch die ganze Zeit natürlich über mich gesprochen, ne? Für viele Leute. Aber das lässt sich auch zum Beispiel auf Thema Schule übertragen. Ja, ne? Da sitzen Menschen, die sind in manchen Dingen total begabt und haben total Interesse daran, diese Skills auszuarbeiten und darin besser zu werden. Und dann kommen andere Sachen auf sie zu, wo sie eben merken, ist meine Schwäche oder das liegt mir nicht oder das interessiert mich nicht. Und dann wird man aber dazu gezwungen, das kontinuierlich durchzuziehen und wird frustriert und hat dann keinen Bock mehr. Ja. Thema Mathe beispielsweise. Und das sorgt für Ausschluss, ne? Und auch nicht nur, man wird frustriert, sondern es wird auch sanktioniert. Also ich bin eben auf eine Privatschule gegangen, ist irgendwie sehr relativ spezielle also keine Normerfahrung, wenn man aus der Armutsklasse kommt. Und die Art und Weise, wie die Schule mit mir umgegangen ist, war, es gibt auf der Waldorfschule so Eurythmie. Das kennen vielleicht manche oder so, vor allen Dingen haben so eine Vorstellung davon, was es ist. Und dann haben sie halt, dann gibt es noch Heilorythmie, also für Kinder mit besonderem Bedarf. Und dann wirst du halt wirst du halt aus der Klasse gerufen und sagst, ey, du hast jetzt deine Heilorythmie halbe Stunde und dann wirst du halt auf den Boden gelegt und halt mit einer Feder abgestriffen und dazu läuft so Klangschalenmusik und natürlich fährt mich das dann die 20 Minuten runter und ich komme zu mir, aber halt bring mich halt zurück in die Klasse und ich bin... Geht's wieder von vorne los. Und ich bin derselbe wie vorher. Ja, natürlich. Überraschung. Ne? Genau. So, und ich denke gerade so, irgendwie ist das so... Letzten Endes reden wir hier viel über Normierung, ne? Also irgendwelche Arbeitsverständnisse sind normiert, ne? Leute müssen sozusagen in allen Sachen gut performen oder irgendwelche Jobs, ne? Diese 8 Stunden, kann ich die nicht auch morgens 2, mittags 2 und abends 3, ne? Also kann man das nicht auch so aufteilen oder muss ich 8 Stunden arbeiten, wenn ich dieselbe
wenn ich dieselbe Anzahl der Sachen produzieren und leisten kann wie andere, wenn ich nur 5 Stunden brauche, aber das dann über den Tag verteilt mache. Richtig. Eigentlich braucht es viel mehr solche Systeme. Ne? Genau, so. Die Flexibilität, weil das sage ich auch immer dazu. Es geht jetzt gar nicht zu sagen, irgendwie, okay, nur noch Fokus darauf und wir müssen jetzt irgendwie, ne, also wir müssen das, sondern es geht darum, dieses System zu erweitern, Möglichkeiten zu bieten, dass ich eben früh genug schon das Gefühl habe, ich kann in die Richtung gehen, die mir gut und meinem Gehirn gut tut, anstatt dass ich mich einem System versuche, einem System anzupassen, was einfach nicht zu mir passt und ich mich daran wirklich kaputt mache und dann irgendwann gar nicht mehr funktioniere und das alles nur noch verstärkt. Und das wäre eben mein Wunsch. Und an der Stelle würde ich gerne einen wunderbaren, den versuche ich immer, eine Podcast-Folge nennen. Von Deutschlandfunk Nova ist das, Hörsaal. An sich ein toller Podcast. Und da ist Professor Dr. Zimpel zu Gast von der Uni Hamburg. Und der forscht eben auch zum Thema Neurodiversität und hat einen ganz, ganz wunderbaren Gastbeitrag zum Thema Bildung, Schule und Neurodiversität. Und also das hat wirklich meine Sicht nochmal so krass verändert. Und wenn man sich das anhört, zu verstehen überhaupt, wie unterschiedlich Gehirne eben auch funktionieren im Schulalltag, dass es Menschen gibt, die eben eher bildlich denken, sprachlich denken und dass die so frustriert einfach aus der Schule kommen und das Gefühl haben, beispielsweise Mathe ist nichts für mich, obwohl sie eigentlich nur eine andere Art und Weise haben zu rechnen und die aber von unserem Schulsystem nicht anerkannt wird. Und das ist das einfach. Und das sind Menschen, die im Schlimmstfall dann vielleicht auf einer Förderschule landen, ne, und irgendwie sonderbeschult werden und das Gefühl haben, so ich gehöre nicht dazu und die, in denen so viel schlummert, aber das niemals irgendwie freigeschaufelt werden kann, weil sie permanent diesen Stempel haben eines defizitären Individuums. Ja. Und da produziert sich natürlich eine Gesellschaft auch die Person, die es braucht. Ne? Also nicht nur im Guten. Ne? Also es gibt ja auch Leute irgendwie, die dann individuell von Lehrern, also wenn wir uns Aufstiegsgeschichten anschauen, dann haben die häufig eine Person, die Lehrerin ist, da, die sagt, boah, den Hannes, den kriege ich gerade gebügelt, der hat irgendwas in sich, der kann es nur nicht so herausholen oder so. Ne? Aber auf einer anderen Sicht auch ist braucht eben in der Gesellschaft, so wie wir sie organisiert haben, einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die irgendwie aus der Schule rausfliegen, weil wir eben Leute brauchen, die arbeitslos sind, ne? Also in der Art, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, oder halt Niedriglohnmenschen brauchen. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema, auch wenn wir, wie gesagt, die ganze Zeit darum kreisen, zu sprechen kommen, ne? ADHS und Klasse, das, worüber wir gerade geredet haben, ne? New Work und so weiter, ist, ich sehe ein bisschen so die Gefahr, dass das so vielleicht, oder das würde mich freuen für das Milieu, in dem ich natürlich auch verkehre, wenn da sich, also wenn bei so Kreativarbeit und so sich Arbeitsbedingungen verbessern würden, wenn die Awareness steigen würde dafür, dass verschiedene Menschen verschiedene Arten von Struktur brauchen und verschiedene Arten der Arbeit leisten können, und dass es da eine Angleichung stattfindet oder eine größere Offenheit, das finde ich total gut. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, und gerade auch, weil viele Menschen, die ADS haben, in der Armutsklasse sind, auch teilweise nicht nur, weil sie arm waren und dadurch ADHS-Symptome verstärkt wurden, sondern weil durch ADHS-Symptome sie prekarisiert wurden oder prekarisiert werden, dass das sozusagen etwas ist, was nicht dann so trickle-down-mäßig, okay, guck mal, in der Kreativwirtschaft haben wir schon viel flexibleren Umgang. Ich sehe jetzt nicht, dass im Straßenbau ich sage jetzt irgendwelche so klassisch proletarischen, harten, körperlich harten Jobs oder im Handwerk, dass das da der Fall sein kann. Ne? Also das ist dann auch nochmal das irgendwie, dass diese Art von Regulierung und von Zwang, sich konform verhalten zu müssen, dass das so mega anstrengend ist. Ja, ne? Also absolut. Darüber, dass man sich eh schon irgendwie aushalten muss, dass man eh schon daran arbeiten muss, einen Umgang mit sich selbst zu kultivieren, geringe Frustrationstoleranzen irgendwie anzuerkennen, zu sagen, boah, bei mir ist es eben so, ein Umfeld sich zu schaffen, wo einem Leute das durchgehen lassen und sagen, boah, du gehst mir manchmal auf den Keks, aber ich hab dich so gern und ich sehe voll viel in dir und wir kriegen das zusammen hin. Ne? Ja. Das sind alles Dinge, auf die man angewiesen ist, und je mehr Druck man auf seinem Leben hat und je prekärer die Situation ist, desto schwieriger ist es, diese Sachen zu kultivieren. Und da frage ich mich so, was sind so die Lösungen? Aber ich fürchte, ich habe da gar keine guten Ideen. Ich will nochmal auf das Thema, weil wir das vorhin schon
angeschnitten haben, danke dir, auf so, so Genderfragen und ADHS sprechen kommen, ja, ja. Weil in der Armutsklasse ein größerer Teil sind eben weiblich sozialisierte oder weiblich gelesene Personen. Und gleichzeitig ist es, und da werfe ich jetzt Dinge in einen Topf, die gar nicht zusammengehören, aber zum Beispiel ist es bei Kindern so, dass viele Mädchen und Jugendliche, weibliche Personen viel geringere psychische Erkrankungen oder erraten haben, vielleicht auch, weil sie die besser verstecken können, ja. Also Masking, aber auch, weil Mädchen häufig funktionaler sind, ne, und sozusagen längere Zeit klarkommen. Aber irgendwann schlägt der Druck unserer Gesellschaft dann zu. Und dann dreht es sich zumindest bei psychischen Erkrankungen um, dass wir haben eine deutlich höhere Anzahl von Frauen, von weiblich gelesenen Personen, die psychisch erkrankt sind. Und da frage ich mich nochmal so, wie ist das für Frauen, ne? Wenn wir eine männliche Forschung haben, wenn wir eine männliche Medizin haben, die immer noch, wie du es schon gesagt hast, häufig keine weiblichen wie nennt man das? Also, ne, ja, wenn in so Studien, anderem, ne, genau, ProbandInnen. So ProbandInnen haben, wie ist der spezifische Leidensdruck von Frauen sozusagen, wie veräußert der sich, ne, gerade weil auch typische ADHS-Merkmale mit männlichem Verhalten sozialisiert sind, also wenn ich sozusagen mich häufiger in Schlägereien oder so in meinem Leben eingemischt habe, weil ich dachte, das geht mich was an, wenn da jemand auf dem Boden gegen den Kopf getreten wird oder ungerecht behandelt wird. Wenn ich über achtspurige Straßen laufe oder so, dann passiert das sicher auch hier und da Frauen, aber vielleicht prozentual ein bisschen weniger. Es gibt auch eine weibliche Wut, vielleicht veräußert die sich anders oder ja, so. Die aber richtet sich häufig gegen sich selbst. Das ist eben die Sache, ne? Mhm. Dass sich gerade eben dann diese Wut, diese Frustration, dieses in irgendeiner Weise zu kompensieren, sich dann häufig gegen das eigene Ich wendet und weniger ins Außen. Und das ist bei allen psychischen Erkrankungen so, dass es bei Frauen eben eher etwas Internalisiertes ist. Und bei ADHS lässt sich das eben auch so nachvollziehen. Es gibt eben Untersuchungen, dass vor allem eben weiblich sozialisierte Personen auch schon im frühen Kindesalter häufig eine sehr gute Wahrnehmung haben, eben was anderen blüht an Sanktionen, wenn eben Fehlverhalten an den Tag gebracht wird und ein sehr schnelles Lernen da stattfindet. Okay, wenn ich mich so verhalte, kriege ich auf den Deckel, also mache ich genau das Gegenteil und unterdrücke eben meine Bedürfnisse, meine Symptome in gewisser Art und Weise und maskiere das Ganze, um nicht aufzufallen, was sich dann häufig eben in einem unauffälligeren ADHS quasi äußert und weshalb dann eben häufig es so ist, dass sie durchs Raster fallen, weil das eben nicht die klassischen Dinge sind, die auch, was mir immer ganz wichtig zu betonen ist, auch beispielsweise kleinen Jungs überhaupt nicht gerecht wird, wenn man sie jetzt nur darauf reduziert, dass sie irgendwie Widerworte geben, auf den Tischen tanzen und alles Mögliche. Aber ne, wenn man es jetzt so ein bisschen einordnen möchte. Und genau wie du es gesagt hast, ist es dann häufig so, dass es sich dann über eine lange Zeit dieses Unterdrücken dieser ganzen Symptome oder dieses an anderer Stelle quasi es zu kompensieren und auszuleben, eben dafür sorgt, dass sich so ein krasser Leidensdruck aufbaut, der sich dann häufig erst im Erwachsenenalter entlädt, zu einem Zeitpunkt, wo dann vielleicht einfach auch weniger Rücksicht darauf genommen wird, im Sinne von, dass man sagt, okay, das ist ein Kind, das kann nichts dafür und da müssen wir irgendwie mal gucken, sondern du bist dann einfach zu 100% für dich selbst verantwortlich. Das Hilfesystem, was dich vorher umgeben hat, sei es irgendwie Erziehungsberechtigte, Schulsystem und so, fällt an der Stelle weg. Du musst dich komplett selbst organisieren. Dann vielleicht noch eben generell diese Erwartung an die weibliche Rolle von Anfang an. Also es sind, ne, man hat faktisch eben mehr Arbeit, ne? Also richtig. Leiste mehr einfach. Genau, leiste mehr und verhalte dich ruhig. Ja. Ne? Und auch dieses, Frauen sind halt so oder Mädchen sind halt so, ne? Die sind halt immer ein bisschen verpeilt und quatschen immer irgendwas und kommen nicht auf den Punkt und sind halt eher zurückhaltend und schüchtern und aber eigentlich fleißig und ordentlich und das sind diese Erwartungen und dann wächst du halt heran und dann befindest du dich vielleicht schon in einer Situation, dass du zwei Kids hast und noch einen Job und den Haushalt oder bist dann vielleicht noch alleinerziehend und dann bricht irgendwie dieses ganze Kartenhaus so über dir zusammen und du hast das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr, aber von mir wird halt erwartet, dass mein Zuhause ordentlich
ordentlich ist, dass meine Kinder adrett in die Schule kommen, dass sie immer was zu essen dabei haben, dass irgendwie alles sauber, ordentlich und gepflegt ist. Und das erzeugt dann so einen krassen Druck. Diese Dinge suchen sich ihren Weg. Kann man sagen, weil du auch schon vorhin gesprochen hast davon, dass du vor allen Dingen Leute erreichst, die noch auf irgendeine Art und Weise, obwohl sie ADHS haben, eine Art gewisse privilegierte Menschen sind, dass sozusagen bei weiblich sozialisierten Personen ADHS-Diagnosen, das sagst du ja auch und das sagen ja, glaube ich, auch Studien, dass die Diagnosen später kommen, weil sie wahrscheinlich vorher das besser masken können, also richtig, verstecken können. Oder Fehldiagnosen bekommen. Ah, okay, stimmt, genau, da sind wir bei Komorbiditäten. Und dann irgendwann der Leidensdruck, ne? Dadurch, dass wir wissen, wir kennen die Zahlen davon, wie viel weiblich sozialisierte Personen an Mehrarbeit leisten. Ja. Also da einfach ein höherer Pressure, ein höherer Leidensdruck irgendwie ist über einen längeren Zeitraum, die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass man merkt, ah, es geht nicht weiter, ich fahre gerade mit 100 km/h gegen die Wand. Ja. Sind das sozusagen so die Gründe, warum das dann später und dann wahrscheinlich in Kombination noch damit, dass die Medizin eben keine Forschung oder zu wenig Forschung betreibt, wie sich ADHS bei weiblich sozialisierten Personen veräußert, ist das sozusagen diese ganze Gemengelage und dann noch mit, sorry, dass ich jetzt noch diesen Punkt mache, mit der sozusagen nicht spezifisch weiblichen, aber mit leichten Tendenzen zu weiblichen Talenten, ne, von weiblich gelesenen Personen Talenten, sich Hilfe zu holen und öfter sozusagen zu sagen, ah, okay, vielleicht gibt es mich in der Welt nochmal oder sozusagen, ne, mehr, weil also wir wissen, dass Frauen mehr in Therapie gehen, ja, und ja, so weiter. Also ist es so diese ganze Gemengelage. Richtig, richtig. Okay. Und dann muss man sich aber vorstellen, dass diese Person eben sich diese Hilfe sucht, vielleicht auch vor jemandem sitzt, der theoretisch eine Diagnostik vollziehen könnte und dann eben diese wirklich weibliche Diskriminierung stattfindet, von wegen, dass wirklich von Fachmenschen geäußert wird, ich glaube nicht, dass sie ADHS haben, weil sie sind schon erwachsen, sie sind eine Frau, sie haben doch eine intakte Familie, es lässt sich nichts aus ihren Schulzeugnissen ablesen, dann wirst du quasi noch dafür bestraft, dass du dich... Dass du schon mal bestraft wurdest sozusagen. Genau, also, und so maskiert hast, ja, und dich so quasi verausgabt hast, um das ja, leisten zu können, was von dir erwartet wird, was dann später für diesen Leidensdruck sorgt. Und all diese ganzen Äußerungen, also von wegen, also bis hin zu mir, hat wirklich mal eine Person geschrieben, dass ihr gesagt wurde, dass sie zu attraktiv sei, um ADHS zu haben. Also das war für mich so, das erzähle ich fast immer, weil da eben die Argumentation war, Menschen mit ADHS hätten irgendwie die Hygiene nicht im Griff und sie wäre jetzt irgendwie, würde jedes Mal hier zu den Stunden kommen und wäre so adrett gekleidet und alles. Zu funktional eigentlich. Genau, ne? Und richtig. So. Und dann sitzt du quasi da und hast im Endeffekt in all diesen Lebensjahren diese Maske dir aufgebaut, die ein Stück weit, das ist mir auch immer wichtig zu betonen, also ich verteufel diese Maske nicht, weil sie hat geholfen zu überleben. Handwerkszeug, ne? Und Mittel zu funktionieren, Zweck, ja, und dich zu schützen. Und dann sitzt du da und sollst gefühlt in 5 Minuten diese Maske ablegen und alles preisgeben, dich noch selber quasi komplett da nackt machen, alles so darstellen, wie es eigentlich ist. Und dann wird dir noch gesagt, ja, aber das wird schwierig, weil in ihren Zeugnissen kann ich da leider nichts sehen. Auf Wiedersehen. Auch da erwartet man dann wieder von weiblich gelesenen Personen dann viel mehr, ne, als sozusagen bei Männern. So, da reicht es dann, dass sie sagen so, boah, ich bin immer sauer und kann mich nie konzentrieren. Und der Arzt sagt so, ja, safe, ja. Mach mal den Test. So. Ah, okay, genau, krass. Genau. Also die doppelte, dreifache Bestrafung sozusagen oder richtig. Sanktionierung. Ne? Richtig, krass, richtig. Ja, oder Diskriminierung einfach. Ja, oder ja, dass dann halt gesagt wird, wieso, es läuft doch. Ja. Also sie haben das doch im Griff, ja, wieso brauchen sie denn jetzt ja, eine Diagnose? Ja. Da denke ich mir, ist Deutschland oder sind wir eh überhaupt noch nicht weit, dass wir sagen, schön, dass dass es bei Leuten noch läuft, aber wir sehen einfach, was es für Langzeitfolgen hat, wenn Leute sich einfach die ganze Zeit zusammenreißen müssen. Ne? Meine Mutter, die erst mit 45 Jahren Therapie machen konnte, weil sie sich das davor auch so ökonomisch nicht leisten konnte. Ja, ne? Also aus einem Gesundheitssystem zu fallen wenn du Hartz IV bekommst, ist halt was Heftiges. Aber wenn du in eine soziale Sicherung fällst, wenn du ins Krankengeld fällst und wenigstens 70% von deinem Gehalt bekommst, dann ist es was anderes einfach. Ne? Also da hatte sie sich das erst leisten können, dass sie gesagt hat, boah, ich habe mal Zeit, in den Rückspiegel zu schauen. Und auch wenn das jetzt nicht das Thema ADHS ist, ist es trotzdem irgendwie, ne, wir reden über Leidensdruck, wir reden darüber, dass einem vielleicht die Mittel fehlen oder das Handwerkszeug fehlt, irgendwie den Druck, sich von der Brust zu verschaffen. Ne? So, ja, richtig.
wirklich. Das ist total krass. Und dann muss man sich eben noch vorstellen, dass ja dann noch hinzukommt, jetzt habe ich den Faden verloren, ganz kurz. Ach so, ja genau, nee, dass eine Diagnose eben ein Stück weit auch immer noch ein Privileg ist, weil es einfach Menschen gibt, die sagen, ich bräuchte dringend eine Diagnose, ich bräuchte dringend den Zugang, jemanden, mit dem ich sprechen kann, und die vielleicht wissen, dass es dann eben daran scheitert, dass ihnen Unterlagen fehlen oder dass es, wie es bei ADHS eben ist, dass häufig auch eine Fremdanamnese gemacht wird, dass gesagt wird, okay, Menschen, die dich früher kannten, müssen irgendwie hier Fragebögen ausfüllen und das Ganze bewerten, und die verweigern sich oder die sind nicht mehr auffindbar oder dass vielleicht jemand verstorben, und dass das schon ein Hemmnis ist, oder dass es eben auch bedeutet beispielsweise, dass man nicht mehr verbeamtet werden kann oder dass man aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung fällt. Und da ist halt wirklich eine richtig krasse Diskriminierung, die eben dafür sorgt, dass Menschen sagen, okay, dann diagnostiziere ich mich jetzt quasi selbst, um einfach nur für mich eine Möglichkeit zu finden, damit vielleicht irgendwie umzugehen, mit anderen mich zu connecten, um aus deren Erfahrungen zu lernen oder einfach um diesen Leidensdruck zu minimieren. Und dann wird denen noch wiederum ein Vorwurf gemacht, dass gesagt wird, ja, Selbstdiagnose ist eine Gefahr und da muss man aufpassen und all diese Dinge. Was ja auch stimmt, aber wenn Selbstdiagnose in einer ungerecht organisierten Gesellschaft ein Ausweg ist, wo man sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe macht, und da springt man ja eigentlich nur darauf an, auf ein dysfunktionales Gesundheitssystem, dann ist es wohlfeil, diese Kritik anzubringen. Genau meine Worte, weil ich sage, wenn das System so funktionieren würde, wie es sollte, dann hätte ich mich nicht vor eine Kamera setzen müssen, dann hätte ich keinen Insta-Kanal gründen müssen und dann hätte ich theoretisch auch kein Buch darüber schreiben müssen, sondern dann gäbe es diese Hilfe für Menschen niedrigschwellig, eben diesen Zugang dazu zu bekommen, eine Diagnose oder eben Unterstützung zu bekommen. Und das ist nicht da. Ja. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, du hast gesagt, Unterlagen fehlen, ne? um sozusagen Dinge zu beweisen aus seinem Lebenslauf. Das sind ja auch so Marker. Ist es schwieriger, wenn du in Armut lebst, die Hoheit über deine Zeit zu haben? Ne? Also zu wissen, dass Dinge aus der Vergangenheit sich für die Zukunft auszahlen. Ja. Zu halten. Ich schreibe ein Essayband oder habe ein Essayband geschrieben, der nächsten Monat rauskommt, wo ich einen ganzen Essay der eigenen Geschichtslosigkeit widme. Also die Person, die sozusagen wo es systematisch verunmöglicht wird, sich in die Vergangenheit zu richten und daraus Zehrenswertes, weil das gibt es in der Armutsklasse. Es gibt Kulturen der Armut, die was Tolles sind. Es gibt Gegenkulturen, es gibt alle möglichen Versuche des fluiden Erinnerns, aber es ist einfach schwerer bei häufigen Wohnortwechsel, bei häufigen irgendwie, ne, Menschen aus der Armutsklasse wechseln häufiger ihre Wohnung, da den Kram beisammen zu halten, da nicht zum Pfandleiher zu gehen und zu sagen, das Erinnerungsstück, das schmelzt sich ein, weil ich dringend 30 Euro brauche und so weiter. Richtig, das ist einfach schwieriger. Ja. Ne? Und das beginnt bei dem Bewusstsein, dass die eigene Geschichte einen Wert hat und so weiter. Absolut. Ne? Und wenn wir das dann noch zusammendenken, dann ist es so, okay, da gibt es ein ganzes Wertesystem, die das halt eben Leuten aus der Mittelklasse erleichtert. Also Menschen, die eh sozusagen privilegiert sind, erleichtert, an Gesundheitssystemen zu partizipieren. Und dann wissen wir auch, dass Therapeutinnen häufiger selber aus akademischen Kreisen kommen, die selber sozusagen sich Patientinnen aussuchen, die ihnen phänotypisch gesprochen näher dran sind. Ne? Das heißt, wir haben so ein ganz Magnetfeld, aus wo so bürgerliche Welt sich reproduziert und dann auch Verhaltensweisen und Menschen sanktioniert, die sich anders verhalten. Richtig, ne? Richtig. Genau. Und das wiederum, da jetzt schließen wir auch den Bogen und machen gleich Schluss, das wiederum sozusagen, es gibt noch ein Wort, du hast gestern das tolle Wort gesagt, ADHS-Steuer. Also ADHS kostet einfach mega viel Knete. Also sei es, du kommst nicht aus der Armutsklasse oder aus der Arbeiterinnenklasse, aber du hast ADHS, wie wird das sanktioniert? Also ich bin auf eine Zahl gestoßen, in Deutschland kostet es 1.500 Euro mehr, also sei es durch Medikamente oder einfach medizinische Mehrkosten, die man hat. Richtig. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob das für ein Jahr gilt oder für längere Zeit, aber warum ist ein Leben mit ADHS teurer, also als letzte Frage? Genau, also es sind ganz viele Komponenten, die da zusammenfließen. Also angefangen eben bei Dingen, die wir an Kosten haben im Gesundheitssystem, beispielsweise dann eben wie den Zugang zu Therapie, zu Medikamenten und Ähnlichem, also wirklich diese Unterstützung. Dann eben auch
Arbeitskraft in dem Sinne, also zu sagen, ich kann eben nicht so viel arbeiten, ich kann nicht so viel in die Rentenkasse einzahlen, ich kann mir nicht noch irgendeine Versicherung dazu leisten, die mich schützt, wenn ich beispielsweise arbeitsunfähig werde, all diese Dinge. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass es neben diesen wirklich finanziellen Kosten eben auch noch diese emotionalen Kosten gibt. Also dieses wirklich, ich habe eben einen hohen Leidensdruck, ich habe eine hohe Frustration, die dafür sorgt, dass eben meine Lebensqualität eingeschränkt ist. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass Menschen mit ADHS, je später sie eben diagnostiziert werden, im Schnitt 11 bis 13 Jahre auch wirklich weniger Lebenserwartung haben dadurch. Weil sie eben dann beispielsweise substanzmittelabhängig werden oder schwere Unfälle haben. Oder es gibt aus den USA eben Studien zum Thema auch also Delinquenz und Menschen, die im Gefängnis sitzen, die ADHS haben, die im Endeffekt dadurch, dass sie vergessen haben, ihre irgendwelche Mahnungen zu bezahlen oder Bahnticket oder so, ja. Und diese Dinge eben wirklich am Ende des Tages im Knast landen und dort sitzen und fehlende Aufklärung, fehlende Diagnosen, fehlende Unterstützung, das quasi diesen Weg geebnet haben. Und deswegen ist es so, so wichtig, auch über diese Dinge zu sprechen, weil wenn man das jetzt quasi dem kapitalistischen System einfach mal vorlegt, zu sagen, hey, guck mal, wie viel dich das auch kostet, dass diese Menschen eben nicht das, was du eigentlich möchtest, quasi, dass dieses System in dem Sinne funktioniert. Du machst dir die Leute selbst kaputt und behandelst sie eben so, dass sie überhaupt nicht auch wirtschaften können in dem Sinne, wie es erwartet wird. Also wenn man jetzt mal rein so denkt, auch Krankenkassen und diese ganzen, ne, alles, was damit drin hängt. Enorm, ja. Genau, die Kosten sind enorm und dann fragt man sich immer so, why? Also selbst nicht nur aus einem Gleichheitsgedanken, sondern selbst aus einem kapitalismus-inhärenten Gedanken. Richtig. Das Wirtschaftssystem muss am Laufen gehalten werden, sind die Kosten halt Wahnsinn. Ne? Zum Beispiel Kinderarmut kostet jedes Jahr in Deutschland 120 Milliarden, die Auswirkung von Kinderarmut. Ne? Ja. Da gibt es sicher auch Zahlen und Forschung zu ADHS. Richtig. Ich danke dir für deine Zeit. Das war ein ganz tolles Gespräch für mich. Wunderbar. Gleichfalls. Wenn du regelmäßige HörerInnen meines Podcasts Klassentreffen bist, würde ich mich freuen, wenn du die Arbeit daran durch eine Spende über PayPal oder durch ein Steady-Abo unterstützt. Damit zahlst du mir keinen Lohn, sondern hilfst erstmal nur, die Produktionskosten zu zahlen, die sich auf rund 660 Euro im Jahr belaufen. Die Links zu PayPal und Steady verlinke ich dir in den Shownotes.